Hallo und herzlich willkommen zur 266. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Moin, moin. So, hier, das Problem wird immer noch nicht besser. Nee, Opa hat Probleme mit Wasser unter anderem. Ich bin schon wieder beim anderen Problem. Oh. So, dann hatten wir hier noch ein Problem gehabt. Ich hoffe, dass das nicht zu übertrieben ist. Der Block ist schon Wildnis. Eigentlich würde ich schon ganz gerne in unserem Chunk bleiben wollen. Oder ich greife den Nachbar-Chunk an. Weil je weiter weg von unserer Base, umso besser, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir knappen uns den nächsten Chunk. Ein bisschen weiter nach außen. Weil, wie ich ja schon sagte, je weiter weg von der Base, umso besser. Ich habe schon wieder Lava. Wäre auch eine lustige Monsterfalle, allerdings werden dadurch die Drops vernichtet. Es wäre noch lustig, wenn ich jetzt Bedrock abbauen könnte. Genau, eine Monsterfalle ab ins Void. Da habe ich ja was von. Hau ab, Lava. Huch. Okay. Unsichtbare Blöcke. Okay, ich glaube, ich habe mein größeres Problem, was ich gedacht habe. Ja, was für eins? Mit dem Sludge. Es wird mehr produziert, als wir verarbeiten können, wa? Nee, das nicht, aber ich... So. Verarbeiten ist kein Problem. Das Zeug durch Leitung zu drücken ist das Problem. Oh, okay. Weißt du, ich höre das mal alles aus. Ich möchte wissen, wie das mit der Chunk-Grenze ist. Draconium-Ohr. Wie verhält sich das Teil? Das Ding richtet sich theoretisch, ich würde sagen, von der Größe her einem ganzen Chunk aus. Nein, sogar eigentlich kleiner. Weil ich denke, liebe Zuschauer, dass ich versuche, chunkfreundlich zu bauen, aber ich befürchte, das wird wohl nicht wirklich funktionieren. Ich hebe mir den ganzen Chunk aus. Okay, das ist ein Problem. Irgendwie finde ich die Chunk-Grenze. Ach du Schande!
baust du eine Wand ab, ahnst nichts Böses, das wird sich ein Lava-Wasserfall, Lavafall, ja, sowas in der Art. So, das ist das Furry-Duct. Dafür brauche ich nochmal die Pumpe. Weg, weg, weg. Weg. Und weg. So, jetzt brauche ich den Bilder nochmal. Dann nehmen wir die Drum. Dann brauche ich Energiezelle. Julia, kannst du mal ganz kurz was nachschauen? Ja, was denn? Und zwar das Craft-Rezept für das Super Laminar Fluidakt. Ja. Ich guck mal nach. Ach, wir haben missverstanden. Da will ich rein. Ich suche gerade die Superlumina. Hier sind wir ein Terminal, genau. Moment, ich muss, glaube ich, von Terminal gucken. So. Wo sind die Vakuumenergie in den Itemdukt? Es geht um die Flüssigkeitsdukts. Superlaminarer Fluidukt. Die undurchsichtigen, ne? Ja. Ja, kann ich sofort sagen. Es gibt noch weitere? Nee, das sind andere. So, superlaminare Fluidukts. Die kosten 4 Bronze. Das interessiert mich gar nicht. Wenn du Shift drückst, ja, steht da ja in der Beschreibung Limitless Transfer Weight when pressurized. Grenzenlose Übertragungsrate, wenn unter Druck stehend. Ja, richtig. Was bedeutet, wenn unter Druck stehend? Das bedeutet, wenn du die Rohre vollständig flutest. Das heißt, wenn grundsätzlich immer Druck drauf ist. Das heißt, keine halben Sachen. Wenn du also viel Flüssigkeit durch die Gegend pumpst, dann kann die Übertragungsrate unbegrenzt sein. Also ich mache hier massenhaft Zeug. Ehrlich gesagt, warum das nicht so wirklich funktionieren will, wie es soll, verstehe ich genauso wenig. Das ist das gleiche wie bei der NIO-Flüssigkeitsleitung. Da steht auch drauf, sofortiger Transport der Flüssigkeit wird unter Druck stehen. Aber da passiert genauso wenig. Ich habe eine andere Vermutung. Ich denke mal, das liegt an dem Input vom Tank. Meinst du, der hat eine Begrenzung? Würde ich sagen. Oder würde ich fast behaupten. Oh shit, wie heißen die Tanks? Das sind die Gauges, ne? Gauges? Du meinst jetzt von Tinkers? Ja. Du meinst wahrscheinlich diesen... Na, da wo du diese Dinger... ach, wie heißt es jetzt? Wo du die Flüssigkeit abziehst und anschließt, meine ich. Ja. Den englischen Begriff weiß ich jetzt nicht auswendig. Wie heißt das Ding? Moment. Ja, ist egal. Ich bin selber gerade am Rätsel. Ist egal. Zack. Zack. Ich will es selber wissen. Das heißt Drain. Drain, genau. Ach. War mir selber entfallen, aber ich wusste, dass es Drain heißt. Ich kann von Englisch auf Deutsch übersetzen, aber nicht von Deutsch auf Englisch. Das ist ein Unterschied. Für mich zumindest. Was liegt tatsächlich daran? Es liegt wirklich daran.
Ja. Weil jetzt ist alles leer. Okay, das ist ein interessantes Phänomen. Ja, und das bedeutet, dass ich die ganze Tank eben noch umbauen muss. Ah. Das ist jetzt gerade echt ärgerlich. Nö, es ist nicht viel, weil es ist ja im Endeffekt eine Aufgabe. Was nochmal mit Aufgabe? Die Tanks sind deine Aufgabe. Ja, das ist richtig. Da beschwere ich mich ja auch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen, ja, es geht nicht anders. Gut, also von mir aus können die Tanks gebaut werden. Also du bist soweit. Ja. Okay. Man will das ja auch gerade am Arbeiten. Dann kümmere ich mich jetzt darum, dass ich schon mal die ersten Sachen baue. Hast du schon mal ein paar Bricks für mich gecraftet? Nein. Okay. 15.000 Bricks, ich meine diese Ziegelsteine zumindest. Ja, welches ist schon mal was. Dann wird das kompliziert. Ich muss den ganzen Strang weit nach hinten legen. So, ich brauche noch das Herz. War mal versenktes Fenster. Was hatten wir jetzt? Glas oder Fenster genommen? Ich glaube Glas. Glas Das reicht brauchst du noch. nicht. Die nicht mit Glas wie die anderen Tanks? Nein, weil das die hinteren Tanks sind, da brauchst du es Alles klar. nicht. Da brauchen gar nichts. In Ordnung. Dann brauche ich nur diese. Genau die. Meine Güte, meine Herren. So, erstmal das Herz brauche ich. Wie hieß das Ding noch? Meine Du Herren, bist. Basteltankkern, so, den habe ich. Wie viele Tanks bauen? Moment. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 10 Stück. 10 Stück? Ja. Wenn sonst nichts ist. So. Wie viele Anschlüsse brauchst du für Flüssigkeitsleitungen? Pro Tank? Pro Tank 6. Pro Tank 6 Anschlüsse. Ach du Schande. Brauche ich 60 Ja, Anschlüsse. und du musst bedenken, dass du die anderen 20 Tanks, die hier noch stehen, brauchen auch noch mehr Anschlüsse. Ach du Schande. Okay. Muss alles komplett umgebaut werden. Okay. Solange der Controllerkern nicht versetzt wird, passiert mit den Tanks gar nichts. Weil die Flüssigkeit wird in dem Controllerkern gehalten. So, Schmelzerei-Ausguss. Haben wir erstmal da ein Stack. Gut, dann kommen wir mal da oben. Irgendwie hat der nicht wirklich alle Flüssigkeiten entfernt. Meine Herren. Geh weg, So, Lava. Ich mag dich nicht. und das wird das nächste Problem So, werden. das läuft. So, jetzt gehen wir erstmal zur Tankebene und bauen ein paar Tanks. Übersicht aus. Oh, es pisst hier wieder. So, hat irgendein Tank Priorität, der zuerst gebaut werden sollte? Das ist mir vollkommen egal. Okay. Ich würde aber vorschlagen, erstmal die Ebene hier hinten zu bauen, weil ich drüben die ganzen Anschlüsse umlegen muss.
Also im Endeffekt ist es so, dass jeder Tank hier unten Mini-Zombie. Also jeder Tank braucht hier unten 3 Ausgänge und okay. Jeder Tank braucht hier oben 3 Eingänge. 3 Ausgänge, 3 Eingänge, alles klar. Richtig, das heißt also im Endeffekt, dass hier rechts und links daneben noch einer kommt wie hier oben halt. Alles klar. Habe ich gerade dabei, die kann ich dir sofort dran bauen. Kannst du gleich wieder in Betrieb nehmen. Da, bitte sehr. Hier sehe ich gerade, hast du schon gemacht. Ja, nur hier unten, wie gesagt, hier unten müssen dann halt noch 3 Ausgänge ran. Bei den allen anderen Tanks auch. Oh, das muss überall. Kleinigkeit. Bams, der nächste Tank fertig. So, das sind alles 3 Eingänge, 3 Ausgänge. Den mache ich den nächsten auch gleich. Kannst du gleich. Ach nee, da hat auch nicht hier. Ich habe Freeze. So. Genau, gut. So. Und womit wollte ich jetzt anfangen? Dann mache ich da alle Tanks erstmal damit. Ach. Ich überlege gerade, ob ich die Tanks auch einzeln ansteuern möchte, damit Wireless wird stone. Ja, der Tank ist voll, ne? Welcher? Kannst du mal, ja, der Sludge-Tank, kannst du mal gucken, wie schnell das Sludge jetzt hier reinkommt, ne? Ja, vorderen Tank wird ja eingefüllt. Ja. Und wie gesagt, das ist gerade mal die halbe Produktion. Ist das Echtzeit oder ist das jetzt nur das, was gerade in den Maschinen gelagert ist? Nee, das ist jetzt Echtzeit, die Maschinen sind leer. Und das ist nur die halbe Produktion, weil ja gerade im Moment nur die Hälfte der Farm angebaut ist. Naja, sonst hätte ich gedacht, wenn wir eine Art Unendlichkeitsspeicherung haben wollten, hätte ich dann quasi als vierten Tank so eine Art Kreuztank. Ich brauche gar nicht weiter zu überlegen. Nee, gut. Alles gut. So, die ersten beiden Tanks sind ausgestattet. Die kannst du schon mal anstöpseln. Nee, ich stöpsel erst an, wenn da der dritte Tank hintersteht. Gut. Ich starte nur schon mal aus. So, das heißt, du startest von da. Also du nimmst hier die Anzieher, also die umgekehrten Dinger. Huch, ein Loch im Boden. Er hat denn hier gepfuscht? Wo ist denn der? Wo ist mein Austauscher? Da. Ja. Es könnte jetzt unter Umständen, weil die da unten dunkel werden, ne? Wieso? Weil du die Dinger da abbaust. Nee. Laternen. Nee, das nicht. Aber guck mal, ich sage mal, zu dem neuen Haus. Richtung des neuen Hauses, von der Tankebene aus. Also, genau, von der Tankebene, also vom Fahrstuhl aus Richtung, dass der Fahrstuhl bei dem Rücken ist. Ich bin gerade genau hinter dir. Hinter mir? Unter dir, hier unten. Ach so. Ja. Wer lässt den Bilder für dich jetzt was bauen? Jupp. Nö, aber ich mach halt hier. Zieh schon mal die Wand rein. Ja, eine Bilder ist schon ein nettes Spielzeug, muss ich ehrlich sagen. Wenn man mit umgehen kann. Ja. Ich war ja, Das war auf was anderes bezogen. Aber ich hab nämlich Scheiße gebaut. Was Scheiße gebaut? Ach, wenigstens bin ich nicht der Einzige, der mal Scheiße baut. Doch, bist du. Alter, laber keinen. So.
Haben wir Futter im System? Haben wir, weil dann will ich diese leeren Dinger mal loswerden. Und kriege ich dann meine Spritze wieder. Ich bin jetzt bei den Tanksaufbau. Ich bin mit der Monsterfalle noch nicht fertig. Da bist du schon seit 20 Folgen dran. Nein, erst seit der letzten? Wovon träumst du denn nachts? Von Hanuta, wahrscheinlich von Hanuta. Oh, hä? Nee, ach. So. Flop, flop. Ein Block. Platz schaffen im System. Die packe ich mir ins Tablet. Flup, flup. Hier hat jetzt eine Leitung zwei Anschlüsse übernommen. Durch die Aufstockung von zwei weiteren Ports. Was redest du? Was? Von was du redest? Hast hier eine Flüssigkeitsleitung einem Tank quergesetzt. Und dadurch, weil ich da jetzt gerade noch einen weiteren Drain angeschlossen habe, Ja, reiß sie weg. Leitung? Bevor da irgendwas passiert, reiß sie lieber weg. Nein, nicht das. Das ist ein und dieselbe Leitung. Das ist schon die korrekte. Das ist schon die korrekte. Darauf hätte ich geachtet, wenn sich zwei verschiedene Flüssigkeiten angedockt hätten. Wieso komme ich denn jetzt nicht? Boah, ich wollte gerade sagen. Jo, das sieht eine Katastrophe hier aus mittlerweile. Na, ich freue mich schon auf unser neues Haupthaus. Bin ganz gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich noch viel pompöser als im ersten Teil, ersten Staffel. So, also hier. Das wäre dann der. Der Wartungsschacht. Gut, das hätten wir. Das hätten wir. Das ist jetzt ein Dreierweg. Dann kommt der Tank. Der Weg ist unter der Straße, das ist richtig. So. Bis hier. Jetzt brauche ich nochmal mein Maßband, dass ich die richtige Maße des Tanks habe. Elf. Mal 11. Alles klar. Passt schon. Ich habe nur ein Problem. Ja. Oder was heißt ein Problem? Noch eine Überlegung habe ich noch.
Lass hören. Wie ich den Übergang bastle, ich sage mal vom Haupthaus zum Strand. Den Übergang vom Haupthaus zum Strand. Okay. Da bin ich gerade selber etwas überfragt. Vor allem, weil wir da einen Höhenunterschied von 6 bis 8 Lücken haben. Machen wir mit Treppe. Und trotzdem muss es halt vernünftig aussehen. Deswegen ja. Ich kann dir teilweise richtig schöne Treppen bauen. Da gibt es eine Mod. Das hat nichts mit den Treppen zu tun. Das ist auch der Biomübergang. Das muss ja alles vernünftig aussehen. Ja. Kannst du pennen gehen? Ach, schon wieder Nacht? Ja. Alter, warum geht meine D-Taste nicht mehr? Ah, jetzt. Oh. Rückwärtsgang. Das war falsch. So, jetzt wollen wir den Controller kehren. Ich glaube, das Haupthaus wird mir noch einige Kopfschmerzen bereiten. Das glaube ich dir sogar. Was ist denn mit meiner D-Taste los? Meine D-Taste klemmt. Mal reinigen, würde ich sagen. Ne, mal geht das, mal geht's nicht. Entweder ist die Tastatur kaputt oder die ist schmutzig. Guck mal, jetzt kann ich die D-Taste drücken, es passiert nichts. Jetzt geht's wieder. Ah, ja. Hat er wieder das Ding. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was umstellen. Das ist die Taste. P3 ist das, glaube ich, ne? So. Ah, die A-Taste geht auch. Okay. Ah, da hat wieder. Muss ich mal ein bisschen neu starten. Jo. Also wenn man das mal vergleicht, das ist unser jetziges Haupthaus. Das wird unser Haupthaus dann danach. Ich würde behaupten, in etwa doppelt so groß.
Es hat die Scheiße gebaut. Ist dann wahrscheinlich das letzte Haupthaus. Oder wird das mal, oder könnte das sein, dass das auch mal wieder umgebaut wird? Ich hoffe nicht. Naja, eigentlich ist ja schon aus Stein genau das, was sie ja wollten von Anfang an her. Wie heißt das Maßband? Ich weiß nicht, wie das Maßband heißt, aber es ist von Chisel and Bits. Oder ich leide meinen so lange. Ich schmeiße es ins System, ich brauch's gerade nicht. Ja, dann weiß ich trotzdem nicht, wie es heißt. Gib einfach ein Ad Chisels. Ja, hab ich schon. Gut. Tape, okay. Tape. Ist für mich ein Klebeband. Ja, naja. Einfach nur Tape, irgendwas. Ja, ja. Tape Measure. Tape Measure, ja gut. Okay, das Konstrukt ist nicht, ist nicht vollständig, da fehlt was. Oh, ich habe eine Ahnung? Nee. Das Ding ist nicht. Hä, wie funktioniert das Ding? Ganz einfach. Du nimmst das Maßband in der Hand. Ja. Erstmal würde ich es umstellen. Du musst, ich weiß nicht, auf welcher Tastenbelegung du das hast. Du musst erstmal das Menü haben, dass du von Bits auf Cent auf Meter umstellst. Und zeigt dir das in Bits an. Ja, das muss ich mit Shift und irgendwas machen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, welche Taste das bei dir eingestellt ist. Ja, das muss ich mit Shift und irgendeiner Taste machen. Ja gut, wenn du das eingestellt hast. Das ist die Frage, ob ich das mit Shift und irgendeiner Taste machen muss. Oder ob ich nur eine Taste drücken muss. Wahrscheinlich eins von beidem. Das kann ich dir nicht genau sagen. Wie machst du es? Wie ich das mache? Gute Frage. Alter, echt jetzt? Du sagst mir, ich muss es umstellen, aber weiß selber nicht, wie du es umgestellt hast oder was? Ich habe mir das nicht gemerkt. Ja. Dann wird es jetzt ein bisschen länger dauern. Ich bin gerade am Schauen. Du brauchst die Schauen. Mit Scrollen und, also mit Shift und Scroll kannst du nur die Farbe ändern des Maßbands, das weiß ich schon mal. Ah, Opa, Alt. Maßband in der Hand und Alt drücken. Alt gedrückt halten, dann kannst du umstellen. Auf Distanz, Bit und Block. Musst du auf Block stellen. Oh, was ist denn hier passiert? Oh. Weißt du, wie man das Maß zieht? Ja, ich reg mich gerade nur über das Maß auf. Ist doch ganz einfach. Ich habe es schon. Ich rege mich nur gerade über das Maß auf. Ach so, das heißt, dann hast du dich verbaut. Nein, aber das Maß ist scheiße. Ja. So, mein Baufehler ist behoben. Wupp. Der Tank steht der 1.3. Welcher ist das eigentlich? Biomasse. Der dritte Tank für Biomasse ist fertig. 34. Gut, dann setzen wir halt das ganze Gerät ein um, weil es ja so viel Spaß macht. Ah, nein, das wollte ich so gar nicht.
Okay. Ein Fahrstuhl ist 3x3, ne? Kannst du so groß machen, wie du willst. Dann will ich einen 1x1er Fahrstuhl haben. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab mich verklickt, das darf ich alles wieder abreißen. Was? Oh, also manchmal ist dieses Werkzeug echt ein Teufelswerkzeug. Oh, ja, dann mach einen 1x1er. Du kannst aber auch so einen Fahrstuhl von Terminal bauen. Ey, jetzt wünsche ich mir echt einen Zurück-Button. Der hat mir ja alles verbaut hier. Das gibt's nicht. Weil ich mit dem Werkzeug abgerutscht bin. Was hat der verbaut? Ich bin hier beim Bodenlegen mit dem Wand abgerutscht. Das war, bevor ich die ganze Zeit Angst hatte, dass das mal jemals passieren könnte, ist mir tatsächlich passiert. Ich verstehe gar nicht, warum du überhaupt einen Boden legst. Nee, da hinten, damit ich überhaupt den Tank bauen kann. Ja, wieso? Bau doch einfach den Tank. Was ist mit der dämlichen Null los? Ach, der hat die Null auch noch leer gemacht, dieses dämliche Werkzeug. Nicht geahnt, dass das Ding unendlich macht. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum du jetzt einen Boden reinsetzt. Damit ich den Tank bauen kann. Ja, aber ich frage nochmal, warum brauchst du dafür einen Boden? Gut, dann mache ich komplett ohne Boden. Ist mir auch egal. Nee, das war die Frage, weil du hast jetzt den ganzen Boden dazu gemacht. Der muss eh komplett wieder aufgemacht werden. Ja, ist ja gut. Dann machen wir es so. Für den Arsch. Deswegen die Frage halt. Vor allem, weil der komplette Boden eh noch getauscht werden muss. Ja, von mir aus ändert sich das hier einfach löchrig, wie es ist. Hol ich mir einfach nur meine Steine wieder. Die Löcher, die haben halt da schon einen Sinn und Zweck, weil ich da unten halt noch alles neu verkabeln muss. Ja. Das heißt, der Fußboden kommt eh komplett nochmal raus. So, die Frage ist jetzt deine Werkstatt. Ja, ist damit. Wie viel Platz brauchst du? Und wie viel Stromanschluss? Also Stromanschluss sollte auf jeden Fall unendlich sein. Unendlich geht nicht. Dann müsste ich da halt eine riesengroße Batterie bauen. Okay, also für ein neues Haus, sagen wir mal, Lautec-Leitungen ist schon ein bisschen eigenartig. Die Leitungen sind Unendlichkeitsleitungen, aber es ist begrenzt durch die Batterie, weil jeder Raum eine eigene Batterie bekommt. Ach so, ja gut, das reicht eigentlich aus. Ja, was reicht aus? Dann machst du das so mit der Batterie. Ja, wie viel? So viel, wie du mir geben kannst. Ja, unendlich. Aber wie gesagt, dann ist die Batterie dann halt 10.000 mal 10.000 Blöcke groß. Oh. Okay, das wäre natürlich nicht das Richtige. Ja, machen ja eine 10x10 Block Batterie von mir aus. Wenn das reinpasst, versteht sich. Dann ist dein Raum wahrscheinlich nur noch 1x1 groß. Okay, die Batterie wahrscheinlich dann das komplette Raum. Dann machst du eine 4x4 Batterie. Alter, wie viel Energie brauchst du denn? 4x4, das, allein das sind schon über 100 Millionen F. So viel verbraucht die ganze Basis nicht. Bauen wir erstmal irgendwas da rein, dass ich Strom habe. Ja, wie viel? Entscheide du. Okay. Lieber kriegt eine Wasserleitung, wenn nicht. Eine Vibrant.
Das ist der Haupteingang. Das ist der Hauptausgang. Nee. Das ist der. Ach, wir laufen einfach hier quer durch, so. Warum bastel ich eigentlich. Nein, nee, egal. Ist egal. Davor. Verdammt, hier ist kein Creeper-Explosionsschutz mehr. Dann machst du einfach Chunk claimen. Dann hast du einen Explosionsschutz. Ja, wir haben fast keine Chunks mehr, die wir claimen können. Was? Alle verbraucht? Chunks claimed 144 von 4000. Wo ist das Problem? No, will ich nicht. Hä? Wieso kann ich dann da gerade nicht zoomen? Das ging noch nie. Oder meinst du die JAI-Karte? Quatsch, JAI-Karte. Ich meinte die Journey-Map. Nein, die Dings. Die Claim-Karte, die ließ sich noch nie zoomen. Katastrophe. So, aber ich würde sagen, wir müssen mal fair machen. Ja, würde ich auch sagen. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt Spaß, genau wie wir. Wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.